Einen recht brutalen und actionlastigen Zeitschleife-Film gibt es seit Ende April auf DVD und Blu-ray zu kaufen, inzwischen aber auch auf Amazon Prime Video anzusehen. Und damit geht es hier jetzt um Boss-Level. Roy Pulver ist Ex-Soldat einer Elite-Truppe und inzwischen auch sehr dem Alkohol zugetan. Warum auch nicht, denn seit einer ganzen Weile hängt er an einer Zeitschleife fest und wie er dahin gekommen ist und warum ihn immer wieder eine Gruppe abgedrehter Killer töten wollen, hat er bis jetzt auch nicht herausgefunden. Und so beginnt jeder Tag mit einer Machete an der Kehle und führt über endloses Töten oder getötet werden an den immer gleichen Punkt. Doch gibt es eine Chance, weiter als das zu gelangen? Und was wird dann passieren? Als Roy bereits jede Hoffnung verloren hat, erschließen sich ihm ganz neue Fakten und die werfen ein ganz neues Licht auf das Blutvergießen. Boss Level geht 101 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und ist seit dem 23. April diesen Jahres auf DVD und Blu-ray erhältlich, aber eben, wie eingangs erwähnt, auch auf Amazon Prime Video inkludiert anschaubar, ist ein Action-Thriller und Science-Fiction-Film mit Frank Grillo in der Hauptrolle von Regisseur Joe Carnahan. Der hat unter anderem Smoking Aces gemacht, der hat das A-Team gemacht, der hat The Grey gemacht, gönnt sich auch selbst hier ein Cameo in diesem Film und dieser Zeitschleife-Tag, um den es geht, ist der 9. Mai, sein eigener Geburtstag, das ist so ein bisschen als Trivia ringsherum, mit Frank Grillo in der Hauptrolle, der wiederum ist ja sehr kampferprobt in verschiedensten Kampfkünsten. Der ist topfit, das braucht es auch in diesem Film, weil er eben Roy spielt, der morgens aufwacht und direkt erstmal in die erste Messerstecherei oft hineingerät, ehe er dann mit einem Helikopter überrascht wird. Und das führt über ein endloses Töten oder auch mal getötet werden und verschiedenste Morde, die uns präsentiert werden und die Art und Weisen, die weniger oder mehr schmerzhaft sind, um zu sterben. Inzwischen hat er auch über 100 Mal diese Zeitschleife schon erlebt, aber die Frage ist, wie kann man da rein? Was ist genau passiert? Was für Hintergründe? Was hat vielleicht auch eine familiäre Verbindung damit zu tun. Mittendrin wuselt dann Mel Gibson noch mit dabei, so als der große Colonel, der etwas überwacht. Naomi Watts gibt die Ex-Frau, die wiederum die emotionale Verankerung der Hauptfigur aufbauen soll. Und da ist Frank Grillo eher immer so ein bisschen limitiert. Der ist topfit, ich nehme dem das Grimmige ab, ich nehme dem das Draufhauen und alles richtig ab. Und wenn der versoffen in der Bar hängt und seine düsteren Geschichten erzählt, funktioniert das auch. Wenn der mir aber verliebt und glücklich transportieren soll, dann wirkt das irgendwie limitiert. Und deshalb, wo sein eigener Sohn den Sohn spielt in diesem Film und den es unter anderem geht und dass er am ehesten funktionieren sollte. Nicht, dass er das nicht wirklich empfinden sollte, aber sein Gesicht, der bringt es mir nicht so rüber als zuschauende Person, dass ich denke, da hänge ich jetzt voll dran an dieser Idee, an diesem Momentum der Liebe. Deswegen eben der eine Teil gut funktioniert, der andere eben aber nicht und das ist so ein bisschen schwierig. Mel Gibson als Colonel Clive Ventur hat relativ wenig Screentime und wenn er mal eine Geschichte erzählt, dann hat das tatsächlich auch eine gewisse Wirkung, aber darüber hinaus wirkt die Figur leider etwas zu generisch für meinen Ansatz, obwohl ich Mel Gibson gerne sehe, hätte ich mir da ein bisschen mehr gewünscht. Das gilt auch für Naomi Watts als Gemma Wells, die, wenn sie mal spielen darf, dass es eben etwas Rührendes gibt, Erinnerungen gibt, für die es sich lohnt, auch zu kämpfen, wieder einzustehen, die zurückzuholen, dann kriegt der Film ganz kurz mal so ein Momentum, wo man sich denkt, da ist das Potenzial, da hätte ich mir mehr gewünscht, mich noch als Zuschauer ein bisschen mehr zu binden. Ansonsten darf sie am ehesten nur frustriert sein über eine Liebe, die mal war und dann wirkt die Figur auch so ein bisschen dahindrapiert, eindimensional und auch den wissenschaftlichen Background, den sollte man nicht so sehr hinterfragen. Fragen, weil der wird einfach so hingenommen und nicht wirklich etabliert, auch von dieser ganzen Institution, um die es dabei geht, mit dieser übergeordneten Thematik Zeitschleife und was dahinter steckt. Kurzum, da so ein bisschen hinterher zu fragen, ist schon ähnlich, wie es mir bei The Tomorrow War ging, eher kritisch. Da sollte man nicht so sehr auf die Logikpunkte achten, sondern sagen, hier habe ich einen Action-Thriller und es geht um Action, es geht um Blutvergießen. Und wenn man das so ein bisschen einfacher betrachtet, kann man auch unterhalten werden von Boss-Leveln, dann ist der auch in Ordnung. Das spiegelt sich dann auch visuell wieder. Die Kameraarbeit, die sieht ganz gut aus, die ist fokussiert auf das Actionfach, hält auch immer wieder drauf und auf die ganzen Arten zu sterben. Nicht umsonst ist FSK 16, ist das Szenenbild immer beginnt, das Apartment quer durch die Stadt, bis hin meinetwegen zu einer Laboreinrichtung. Ist die Musik manchmal nicht sonderlich wertig, auch über dieses krachende Explodieren und allem drumherum manchmal noch ein bisschen zu groß drüber gedacht, sehen die Effekte manchmal ziemlich durchwachsen aus. Wenn massenhaft rumgeschossen und Dinge kaputt gemacht werden, dann sieht es gut aus. Je größer der Effekt wird, wie Explosion oder anderes haben, wo ich nicht spoilern will, hat man sich für einen Look entschieden oder eben auch vielleicht ein geringes Budget, das muss man dann eben so hinnehmen und zumindest auf einer Leinwand zu Hause entlarvt sich schon, wenn man den im Kino gesehen hätte, hätte das dann auch nochmal negativer durchgewirkt. Ist Kostüm und Make-up ansonsten den Figuren angepasst und alles, was man an Wunden ansonsten sieht, ist auch gut und handgemacht durchgearbeitet, sodass ich am Ende sage, ich mag die Action an Boss-Level, der ist unterhaltsam, der ist auch in weiten Teilen kurzweilig, dennoch hat er seine 5 oder 6 Zeitschleifen zu viel, also es gibt da schon ganze Parts, wo ich denke, die hätte man auch rausnehmen können, hätte dem Film jetzt ihn weder
eingebremst, weil manche Parts bringen auch überhaupt nicht die Handlung weiter voran, noch bringen sie mir irgendeine wichtige Erzählung zu anderen Figuren. Und ich habe ja gerade gesagt, man sollte nicht zu viel hinterfragen und der bleibt auch in seiner Handlung sehr erahnbar. Am Ende gebe ich dem gern 6,5 von 10 möglichen Punkten als Action-Thriller mit Science-Fiction-Ansatz und 5,5 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Und damit sind wir dann auch am Ende meiner Review zu Boss Level. Könnt ihr, wie gesagt, aktuell auf Amazon Prime Video inkludiert, wenn ihr Prime-Kunden seid, mit anschauen. Das ist dann der einfachste Weg. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmschauen.